Das Lob von Frau Dr. Novak fällt in uns hinein. Spüre deinen Atem. Du spürst, deine Antennen sind ganz, ganz wach. Wie spontan ist dein Möbelstück? Entschuldige, Sabine, ich habe das letzte jetzt nicht verstanden. Die Antennen sind wach und was ist? Wie spontan ist dein Möbelstück? Was soll das heißen? Das ist das Wochenthema. Wir aktivieren uns. Sehr, sehr gut. Ich merke, viele Leute vergessen so ein bisschen, was wichtig ist, so ein bisschen im Leben und so. Für mich ist so ein bisschen Wichtigste, ist so ein bisschen Liebe und so. Liebe ist die wichtigste Antwort auf alles. Viele sagen, haben so ein bisschen Rucksack und so, diese, weil können nicht aufmachen. Ich finde, das ist diese Philosophie von Rucksack, ist, wenn du hast einen Rucksack und dieser Rucksack ist voll, dann nimmst du alles raus und tust du ihn in den Schrank einordnen. Es sollte der perfekte Schwiegersohn für meine Eltern sein und es sollte natürlich auch ein guter Ehemann für mich sein. Wenn er noch kein Fleischer ist, kann er gerne bei uns eine Lehre machen. Man müsste jetzt natürlich nicht mit einem regulären Lehrlingsgehalt. Es ist ja eh klar, dass davon kein normaler Mensch leben kann. Mir ist gerade mein Handy voll in meinen Zucker geknallt. Ich mache gerade so einen Kuchen für meine Nachbarn. So ein Pärchen und die haben zwei Kids und die sind mega süß. Wie soll ich sagen, die haben gerade so ein bisschen Stress. Eine Beziehungskrise oder sowas. Meine Möbel sind schon lange nicht mehr spontan. Ich kann mir meine Couch auch gar nicht mehr anschauen, ohne dabei an Stefan zu denken, der da sitzt und alte Fußballspiele guckt. Ich meine, das ist ja total okay, dass du einen Fußballfan als Mann hast, aber dass der dann nur Wiederholungen guckt, das hat dir ja vorher auch keiner gesagt. Wir hatten halt vor den geilen Abend, so ein sehr feucht-fröhlicher Abend. Und eins hat halt zum anderen geführt und ja, es war sehr geil. Ey Mann, ich weiß gar nicht, ob ich schon wieder Lust habe auf diese ganzen Sozialkontakte. Lockerung. Mich irgendjemand gefragt, ob ich schon wieder locker sein will? Und jetzt ist halt das Problem, dass die so mega awkward sind. Wenn wir uns halt so draußen sehen im Garten, ist immer komisch. Ich bin jetzt mal ein bisschen raus. Ich habe gesagt, ich gehe laufen. Mache ich ja auch nicht ganz so schnell. Er ist halt der Elektriker von meiner Omi und der kennt sich halt voll gut aus hier und sie ist eine Altenpflegerin und das war echt scheiße. Lieber kann man auch sein auf der Straße, verstehst du? Du musst einfach nur ein bisschen genauer hingucken. Bitte kein Spieler. Kassichtler. Er sollte vielleicht auch keinen deutschen Akzent haben. Das regt den Vater zu sehr auf, dafür ist er zu alt. Ihr Lieben, der Sommer ist da. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl diese Woche. Ne? Jede einzelne von uns ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes. Auf ihre ganz eigene Individualität. Das war einfach so ein gutes Gefühl, wie die Frau Dr. Novak gesagt hat, das war gut, was wir gemacht haben letzte Woche, ja? Ich habe mir gedacht, ich rufe jetzt alle mal durch, jetzt bist du dran. Kriegst du so Pluspunkte oder so von Frau Novak, weil du jetzt alle anrufst? Nein. Mir ist da irgendwie wie so ein Knopf aufgegangen, ja, und ich weiß jetzt auch, was die Patricia gemeint hat. Und ich glaube, ich weiß, wie ich es jetzt zurückerobern kann. Echt? Cool. Wenn du dein Herzblut einsteckst und dich wirklich bemühst, dann wird das auch super. Dann ist das auch so. Wie soll er von der Statur sein? Gerne ein großer, stattlicher Mann mit großen Händen. Er sollte schon ein halbes Körbel oder ein halbes Sau einmal tragen können. Haare, Haarfarbe, Haare wäre schön. Kann nicht muss, gell? Du bist ja jetzt da irgendwie als Frau, ganz alleine in einer fremden Stadt, Berlin und so. Lernst du da nur Männer kennen? Ich geh spazieren. Wie jetzt spazieren? Es gibt so eine App, gehst du so mit 1 Meter Abstand spazieren. Ist keine Chemie, dann gehst du auseinander. Ist Chemie, dann gehst du weiter. Aha. Und wenn der Spaziergang gut war, gehst du nochmal mit dem spazieren oder wie oder was? Oder gehst du da mit mehreren parallel spazieren? Das ist ja schon ganz besonders, ne, was wir hier machen. Ich habe ja schon viel gemacht in meinem Leben. Zum Beispiel bin ich ein Jahr lang barfuß gelaufen. Ja, das war dann das Jahr, nachdem Rolf und ich uns getrennt hatten. Ja, lieber kann auch sein, Mist. Laut, dreckig.
aber ich liebe es. Liebe Elke, weswegen ich anrufe. Kann es sein, Elke, dass du ein bisschen Stress hast? Ja. Ja? Ich spüre da so eine kleine Blockade, LU Mitte. Was? Links unten Mitte. Das hat was mit der Familie zu tun. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es dein Mann ist. Na, da hat vorhin diese Mutter angerufen, ne? Dass die Kinder in der Schule so ein Quetschobst geteilt haben. Ich habe das so satt, also wirklich. Ich meine, da haben die das ja schon ausgelutscht gegenseitig. Ne? Da kann ich ja jetzt nicht hinterher, weiß ich nicht, soll ich Desinfektionsmittel in den Rachen sprühen? Ja, Elke, ich verstehe das total. Ne? Also, ich meine, ich habe ja keine Kinder. Also, ich hätte total gerne welche, aber Rolf war damals halt noch nicht so weit. Ne? Und, du kannst ja noch Mutter werden, bist ja total jung. Ja, aber dazu bräuchte man ja wen. Rolf habe ich kennengelernt beim Zahnarzt. Die Art und Weise, wie er meinen Mund geöffnet hat, also wie er diese Untersuchungsgeräte da reingesteckt hat, das ist das. Also ich muss sagen, das ging durch und durch. Ach, stay positive, Sabine, stay positive. Elke, was ich dir eigentlich sagen wollte, das gibt da so einen ganz wundervollen ayurvedischen Tee, den Tulsi-Tee. Der wirkt total stresslindernd. Der wäre doch was für dich. Man hat es gesehen bei dir, ne? Wie du die eine Card hast, weil das war ja nicht einfach für dich da am Land. Ne? Nee, wieso? Ich liebe das hier. Mhm. Wirklich, ich liebe es. Also keine Ahnung, du stehst auf so einem Feld oder so und alles zirpt und fiebt und es ist wie so ein Konzert, so ein Naturkonzert. Weißt du? Ja, das ist... Weißt du, was ist denn das jetzt? Nee, nicht jetzt auch noch eine Zecke. Fuck! Ah, oh, scheiße, das tut mir leid. Ich mache ja mehr Online-Dating. Also, und da checke ich das schon irgendwie alles ab und wenn er sich dann wirklich qualifiziert, dann gibt es ein Live-Date. Weil wenn er sich qualifiziert, das Bewerbungsgespräch, was ist das? Sicher. Ich muss ja halt auch irgendwann mit jemandem zum Beispiel verheiratet spazieren gehen. Ja, aber du musst schon mit einem Mann spazieren gehen, damit du merkst, ob du immer mit diesem Mann spazieren gehen kannst. Verstehst du oder willst? Ja, sicher. Ich meine, ich kann ja auch spazieren gehen. Ich meine, ich könnte den ganzen Tag nur spazieren gehen, ja? Ich meine, ich bin ein Spaziergeh-Profi. Alles gut. Sie ist draußen. Gott sei Dank. Aber hastest du ja nicht mit Öl? Weil das soll man nicht machen, weil das, dem Zeck wird dann schlecht und dann kotzt er da eine angeblich. Mürbteig. Der ist wirklich nicht so, also Omi hat mir gesagt, das ist der geht super leicht. Stefan, der bemüht sich ja redlich. Er kocht dann auch mal Kartoffelbrei mit Frikadellen und da sagst du dann, boah, lecker, danke. Hier super zusammengerührt, das Pulver mit der Milch. Und am nächsten Tag machst du es wieder selber. Und dann würde ich das einfach vors Gartentor stellen oder so. Oder hier gibt es ein Problem, ne, mit den Kindern und dann sagst du, Stefan, kannst du mal kurz kommen? Und dann sagt er hier so, nee, Zoom, Zoom. Und dann schließt er sich im Schlafzimmer ein. Ich meine, mein Gott, ist ja nur Sex. Ich glaube an die Wurstfabrik. Und ich glaube auch ein bisschen an die Liebe. Margarete, bisschen Margarete. Du suchst, sonst kannst du lange suchen. Vielleicht hast du einfach falsche Frage gebogen. Da ja. Kriege ich so einen Hals. Tulsi-Tee. Ja. In solchen Momenten wirkt Wunder. Ma, das ist ein Wahnsinn. Du kümmerst dich so um deine Oma. Ach du, die Omi, die ist auch total fit. Die macht das alles super. Ach so, okay. Weißt du, ich meine so ein paar Einkäufe für sie und so. Ah, okay. Naja, und du musst halt irgendwie gucken, dass sie nicht den Herd vergisst auszumachen. Das ist gefährlich, ja? Ja. Naja, und du musst halt gucken, dass sie nicht das Haus verlässt, weil sie sich dann halt verirrt oder nicht weiß, keine Ahnung, wo sie hinläuft und so. Ah, aha. Du darfst ihn einfach nicht alleine lassen, aber sonst ist es voll easy. Echt? Ich glaube, du hast recht. Ja, Margarete! Ich habe halt einfach ein zu großes Herz. Ja, Margarete, hast du großes Herz, hast du offenes Herz. Ich sehe das. Schau dich an, diese Haare, alles rot, ist da, du brennst, du hast Kraft, raus damit, geh mit Risiko spazieren. Ja, ich geh jetzt einfach spazieren. Diese Liebe kannst du finden überall auf der Straße, musst du einfach ein bisschen deine Augen aufmachen, verstehst du, alle sehen dann aufmachen, Augen hey, aufmachen. Hallo. Was? Bist du alleine da? Was machst du? Alter, siehst du nicht, ich mache dieses Video. Hä? Siehst du nicht, ich rede mit diesem Video? Doch, aber ich wollte... Ja, komm, laber nicht. Also das heißt, du musst auch schauen, weil Liebe kann überall sein. Diese Liebe... Liebe kann...
Ey, Junge! Ey! Warte, willst du spazieren gehen? Die Mama dachte, geh jetzt rein und red mit dir. Ich folge meinen Impulsen. Hier habe ich... So, das ist auch wichtig. Warte, ich muss das Preiszettel ein bisschen auf. Ich tue ein bisschen Kraft tanken mit der Gruppe, bevor ich mich wage an die Türe. Ich muss aufhören. Entschuldigung. Was machst du da? Geregli, mach's mal nicht schwerer, als schon ist. Hä? Gib mir bitte meinen Autoschlüssel zurück. Ricky. Das Ricky. So deppert. Hallo Frau Novak, hier ist Jenny. Sie geben immer so diese coole Themen, ein bisschen philosophisch, ein bisschen politisch. Bringt ein bisschen zum Nachdenken. Vielleicht ist auch wichtig, dass wir fragen andere Leute, was denken sie über dieses Thema. Ist okay, wenn ich dir was frage? Raus. Okay. Wie spontan, Stefan? Ja. Stefan, wie spontan ist dein Möbelstück? Mein Möbelstück? Ja. Sehr festgefahren. Ist festgefahren? Ja. Schade. Du bist spontan, oder? Weil ich sehe, du hast eine gebrochene Hand. Das war eher die Straße, die da sehr spontan auf mich zukam. Ich würde meine Wohnzimmer ganz spontan die Farbe mal ändern. Wenn ich mal rosa, kann ich lila nehmen. Wenn lila, kann ich grau nehmen. Aber ist dein Möbelstück auch spontan? Nicht Nein, das, mein Möbelstück kann ja nicht spontan sein. Der hat ja keine Füße. Wie soll der denn spontan sein? Ah, wie soll ich denn spontan meine Möbel? Das geht ja nicht. Also wenn du was anderes gesagt hättest. Das ist doch keine Antwort. Deswegen würde ich auch da keine Antwort geben. Weil das, ja, das ist ja keine blöd. Antwort, das ist eine Frage. Ja, das ist eine Frage, aber das kann man ja nicht beantworten. Ich bin jetzt gerade im Keller. Wir haben hier einige Möbelstücke gelagert, weil man ja nie weiß, ob man nicht einmal noch eine Wohnung bezieht. Und ich weiß nicht, wie eure Keller in euren Häusern so ausschauen. Ich würde gerne sagen, meine Möbel sind genauso spontan wie ich auch. Ja, wahrscheinlich habt ihr ja gar kein Haus mit einem Keller, aber... Was jetzt in dem Fall nicht ganz stimmt, weil... Die sind halt alle bei der Patrizia geblieben. Was ich damit sagen will, meine Möbelstücke sind extrem spontan, weil ich habe so viele und ich kann jederzeit alle diese Möbelstücke einfach in irgendeine Wohnung mitnehmen. Aber das ist auch überhaupt kein Problem für mich, weil ich finde, sie soll sie ruhig haben. Das ist jetzt wirklich für mich immer um das Auto. Tut es mir schon leid, weil ich habe das Auto wirklich sehr gerne mögen. Lust auf ein Eis? Ist voll mitkommen mit mir. Bist du korrekt? Ich bin korrekt. Also, ich bin auch korrekt. Ja, siehst du. Mein Regal und ich, wir sind spontan. Wie geht es euch? Es tut mir so leid, damit hat jetzt wirklich kein Mensch gerechnet. Was? Die Maßnahme ist in der Schwebe, Leute. Das versaut mir jetzt echt mein ganzes Wochenende. Ich wollte einmal einen Tag frei haben, einmal in Ruhe baden fahren. Hey, jetzt bleiben wir alle ganz cool. Okay, Sabine, sag nochmal, was genau hat sie gesagt? Was genau hat sie dir eine E-Mail geschickt? Was steht genau drin? Sie hat gesagt, dass wir das alles nicht ernst genug nehmen. Also ich und meine Kolleginnen. Und dass sie sehr, sehr enttäuscht ist. Ist meine Mama, ist meine Papa, dass sie ist enttäuscht? Was heißt enttäuscht? Entweder wir machen eine Aufgabe gut oder nicht gut. Ich bin kein Kind, das ist von mir enttäuscht. Und da ist es um die Aufgabe mit dem Möbelstück gegangen, oder was? Ja, genau. Die kann doch nicht sagen, oh super, oh, nicht so super. Wir reißen uns hier alle auf gut Deutsch den Arsch auf seit Wochen. Ne? Und dann kommt die mit so einer Ansage und dann, jetzt guckt euch mal an, wie ihr reinschaut. Ne? Wir sind doch alle total konsterniert. Pass mal auf, sie hat nicht gesagt, das ist vorbei. Sie hat nur gesagt, es ist in der Schwebe, vielleicht müssen wir uns einfach reinhauen, versteht's? Ja, aber was heißt, Ricky, was heißt da reinhauen? Was heißt reinhauen? Haben wir gegeben Substanz oder nicht?
Mädels, haben wir Substanz gegeben? Haben wir gegeben, oder? Ja. So, und jetzt? Du legst dich nieder, wenn der Tag anbricht und es ist schon wieder Licht, aber irgendwie ist es ja auch eh schon wurscht. Es ist ja Zeit, dass du aufhörst mit dem Müssen. Als Kind hast du gedacht, es ist ja geschissen. Als Erwachsene hast du das auch gedacht, aber trotzdem gemacht. Du hast keine Lust auf dieses Bla, 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 es war nur schon lang vor dir da. Und wenn du jetzt sagst, was du denkst, dann kannst du aber auch gleich liegen bleiben, weil dann will dich eh niemand mehr sehen.